Ihr habt die ersten beiden Tests bestanden. Nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde und kein Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder... Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick! Hey, du hattest nichts damit zu tun. Jedenfalls, Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Solomon? Hä? Das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf. In dieser Prüfung müsst ihr mit euren Kampffertigkeiten unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Ja, kämpfen. Wir müssen gegen jemanden kämpfen, was? Oh, ein ganz schlauer. Aber nicht gegen irgendjemand. Hehe, ihr werdet eins auf die Mütze bekommen. Oh, aber ich will nicht, dass er hier alles kaputt schlägt. Deswegen habe ich einen speziellen Austragungsort vorbereitet. Aber egal. Ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, eure Ehren. Was? Ich, ja. Was heißt Pause? Ich speichere lieber. Das ist meine Pause. Oh. Okay, los geht's. Zeit für die Prüfung der Stärke ist gekommen. Seid ihr Schwächlinge bereit? Jupp. Das will ich hören. Viel Glück da drin. Ihr werdet es brauchen. Und wo findet die letzte Prüfung statt, Meister Solomon? An meinen supergeheimen Spezialort. Seht her. Duel, duel, up from the floor. Abracadabra. Wow, er hat eine Tür aus dem Nichts hergezaubert. Ihr müsst durch die Tür, um die Prüfung der Stärke abzulegen zu können. Und zwar in meinen kleinen Salomon-Stadion. Schick, bist du bereit für die letzte Prüfung, Oliver? Wir müssen es schaffen. Wir müssen einfach. Ich bin bereit. Kommt schon. Es ist so hell. Mal gucken, wer unser Gegner wird. Er wird wahrscheinlich nicht einfach sein. This is the final trial. This looks a bit flippin' serious. Ah, jeepers! Oliver, look! Kali Kali. Der sieht so mächtig stark aus. Wir fangen mit ihr an und werden schon mal Wasserbomben. Dann gucken wir mal. Die haben ja zum Glück gelevelt. Ich gehe jetzt erstmal auf Distanz. Dein SMP. Weil er sieht nämlich nach Feuer aus. Verdammt, ich muss zurückziehen. Okay, wow. Kraft sammeln. Und wo bist du? Da bist du. Musikmarsch. Welle des Wilden. Nice. Okay, hau rein, Knüffel. Tolle Rolle. Okay, wir können wieder wechseln. Okay, hey, Oliver, das Tierchen hat hier einen riesigen Panzer auf den Rücken. Ja, ich glaube, du greifst den besser von vorne an.
Okay. Seelensiegel. Was machst du? Greifen ihn an. Alles klar. Hab ich jetzt gerade Erster getroffen? Was? Was? Nein, 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 nein! Renn nicht da! Du bist doch behindert, ich wollte! Oh, oh, das tut weh. Was geht? Aber der ist gleich down. Der ist down. Der war ja einfach. Der war ja jetzt einfach. Na gut, ich habe auch gelevelt, ne? Vielleicht deswegen. Geist des Tempels. Stufe 19 hat er es erreicht. Halikali. Hey, ihr habt die Prüfung der Stärke bestanden. Stärkezeugnis. Wir haben es geschafft, Oliver. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Das war die letzte Prüfung. Ihr habt sie alle bestanden. Oh, es gibt auch ein Geschenk zum erfolgreichen Abschluss. Hier. Brücke. Zauberbesen? Neue Zauber? Vielen Dank, Meister Salomon. Schick. Sie sehen sogar recht nützlich aus. Natürlich sind sie das, Quatschkopf. Ich würde ja wohl kaum irgendwelchen Müll verschenken, oder? Jetzt aber Zeit für die Hauptattraktion. Mein Spezialgebiet, Vertraute. Ich werde euch die Geheimnisse der Kreaturenzähmung beibringen. Endlich! Endlich! Kreaturenzähmung! Oh! Endlich! Endlich! Ich wollte schon seit unzähligen Parts endlich diese Kreaturenzähmung haben oder irgendwie, wie das hier heißt. Kreaturenzähmung? Oh, das klingt interessant. Jetzt kann ich mein Team aufbauen mit euch. Endlich! Nach 30, 40.000 Parts, ey. Bezirzen? Hä, du bist ein bisschen nervig, aber wenigstens voller Begeisterung. Okay, zuerst erzähle ich euch etwas über Bezirzen. Was ist denn Bezirzen? Das wollte ich ja gerade erklären, Blödian. Zuallererst braucht man ein besonderes Instrument dafür. Und das hat Esther. Ein Instrument? Das heißt also... Ja, überlass das mir, Oliver. Ich sollte dir erst eins geben, bevor wir weitermachen. Hoppa! Hopp, hoppa! Achso, das ist er. Meister? Oh, wir kriegen ihn. Die kriegen eine neue Harfe. Meister. Here, take this. It's called the Heart Winning Harp. Wow, it's beautiful. Du erhältst eine herzergreifende Harfe. Sie ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Du kannst darauf spielen, um Kreaturen zu zähmen und sie so zu deinen Vertrauten zu machen. Es ist wahrscheinlich besser, es euch zu zeigen, anstatt es mühselig zu erklären. Ihr seid nun mal ein bisschen langsam. Oh, was seid ihr denn? Ich habe drei zähmbare Kreaturen vorbereitet. Wähl die, die euch am besten gefällt. Eigentlich gar keine, aber ich würde wahrscheinlich die Vertraute... In der Mitte sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja, eure Ehren. Du kannst Kreaturen während eines Kampfes zähmen. Versuch es einmal mit denen.
Und ich hau und schaut nicht so ängstlich rein. Das sind meine Haustiere. Sie greifen euch nicht an. Hm, Feiglinge. Aber wie zähme ich sie? Nun, wenn du Kreaturen besiegst, sind sie ab und zu dermaßen beeindruckt, dass sie sich glatt in dich verknallen. Wenn das passiert, erscheinen eklige Herzen über ihren Kopf, so wie die da. Hihihi, das ist niedlich. Bäh, egal. Wenn du die Herzen siehst, ist es an der Zeit, ein Ständchen zu spielen, um sie zu bezirzen. Wenn du das nicht vermasselst, wird die Kreatur zahm und gesellt sich zu dir, um dich als Vertrauter zu begleiten. Das klingt ziemlich einfach. Es ist egal, wie die Kreatur, wer die Kreatur besiegt, damit sie ganz gefühlslosig wird und einen ausschmachtet. Aber nur du kannst die zähmen, Esther. Also, wenn wir wollen, dass eine Kreatur sich uns anschließt, muss Esther die Melodie spielen. Ich hab's doch gerade gesagt, oder nicht? Schluss mit den blöden Fragen. Versucht es einfach. Die ist krass drauf. Ja, eurenin. Aber welchen wollen wir wählen? Warum müssen wir wählen, verdammt nicht? Er kann uns nicht alle geben, der olle Geizkragen. Wo liegt das Problem? Die Qual der Wahl, was? Schön. Wenn ihr genug gestöhnt und gemeckert habt, sagt mir einfach, welche Kraut ihr vollkommen gratis haben wollt. Was? Gratis? Warum ist da kein Pilz? Das wäre jetzt eigentlich eine schöne Option für euch. Ich würde sagen, wir nehmen ihn in der Mitte. Und ich habe auch schon einen Namen. Wenn ich jetzt kein weibliches gehabt hätte, hätte ich die genommen und die Sophie genannt. Aber da wir ja schon eine Sophie haben und die auf jeden Fall unser Stammkader ist, wird es Zeit, dass wir einen zweiten Stammkader kriegen, ne? Und wer wird da nicht am besten passen? Und zwar er hier. Das hier ist ein Butzemännchen. Er hat zwar einen doofen Namen, aber der kann Leuten noch mehr Angst einjagen als ich selber. Er kann ordentlich zuhauen und ein paar richtig fiese Tricks lernen. Du solltest auf jeden Fall eher die Kreaturen nehmen als die anderen beiden. Die sind nämlich Müll. So, was sagt er hierzu? Diese niedliche Kreatur ist eine Kristallraune, jawohl. Sie ist nicht sehr begabt, was normale Angriffe angeht. Aber sie hat auch ein paar nette magische Angriffe drauf. Außerdem taugt sie gut als Heilerin. Du sollst auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen als die anderen beiden Müll. So. Babu. Ba. Was? Badu. Bidu. Ba. Ba. Tri. Tra. Trutala. Tratanul. Okay. Dieser doof draunische Kerl schimpft sich. Was? Prompenzer. Er hat eine gute Verteidigung, einen starken magischen Angriff und kann Feinde im Schlaf versetzen. Ja, okay. Er ist ziemlich vielseitig. Ich meine. Du solltest auf jeden Fall nehmen, sonst die anderen sind Müll. Ich wähle ihn hier. Achso, muss ich mit dir reden? Hast du dich schon entschieden, wer oder? Ja. Bereit. Er schadet wohl nicht. Falls du vergessen hast, bezirzen und macht euch nicht in die Hosen. Überragender Salomon heißt er jetzt. Jetzt auf ins Schlachtfeld. Alles klar. Wir nehmen den Butzemann. Also gut, Tochter des Rashid. Bist du bereit? Du bist die Einzige, die die Harfe spielen kann. Probier sie am besten gleich mal aus, ja? Alles klar. Hör gut zu. Wir haben hier drei Kreaturen. Macht eine davon zu eurer Vertrauten. Du weißt, wie man Kreatur zähmt, oder? Als erstes musst du sie im Kampf besiegen. Da sie nur Freunde von mir sind, hab ich ihnen gesagt, sie sollen sich nicht wehren, wenn du angreifst. Na, komm schon, verpasst ihnen einen neuen besten und Freund Trachtprügel. Okay. Wir wollen ihn. Sie macht sogar AOE-Schaden. Ja, wie wär's, wenn du noch näher reingehen würdest?
Tritratralala. Was macht das? Okay. Marschmusik. So. Jetzt. Schau sich das mal an. Er steht einfach wieder auf. Kreaturen tun das manchmal, wenn du sie fertig machst. Siehst du das doofe rosa Herz über den Kopf? Das heißt, unser Freundchen ist hier zähmbar. Sieht Esthers Herzchen viel in der Nähe, kann sie den Herzbefehl benutzen. Sie kann beziehen ohne okay im Wild lassen. Aber wenn du schnell entscheidest, läuft das Vieh so oder so weg. Ich habe denen gesagt, die sollen nicht flüchten. Okay. Beziehen. Das Putzmännchen ist gezähmt. We did it. Alles klar, endlich. Endlich kann ich mein Kader aufstellen. Es wurde auch Zeit. Es wurde Zeit. So. Der zweite im Bunde wird niemand anders sein als unser guter alter Freund Karma. Karma, du bist ein Butzemännchen. Den ich erstmal trainieren muss, ne? Und wir werden uns auf jeden Fall ein Goban schnappen. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Kreatur gezähmt. Hey, das war wohl nicht allzu schlecht fürs erste Mal. Wie gesagt, es ist egal, wer die Kreatur besiegt, aber nur Esther kann die Melodie spielen, um sie zu zähmen. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr mehr Vertraute wollt. Ist für egoistische Dummköpfe wie euch sicher schwer, aber ihr müsst es versuchen. Ja, Meister Salomon, wir verstehen. Toll, Esther, oder? Oh, ihr könnt neben denen, die ihr im Kampf einsetzt, bis zu 3 weitere Vertraute dabei haben. Schick, aber was passiert mit den übereifrigen werden und mehr Vertraute zähmen, als wir unterbringen können? Dann müsst ihr wohl meinen kleinen Freund reden. Seht mal darüber. Und da ist er jetzt. Da, da, ja. Hallo. Hallo. Das war cool. Was ist das für ein seltsames kleines Kerlchen? Ist der auch ein Vertrauter? Sei kein Dummkopf. Das ist dein Schlupfloch, Serviceberater. Der nimmt dir alle Vertraute ab, die du gerade nicht brauchst. Es ist Professor Eich. Und kümmert sich im Schlupfloch um sie. Oh, das ist ja praktisch. Dann wirst du wohl ganz schön beschäftigt sein, was, Esther? Bye bye. Die ist cool. Die ist cool, den mag ich schon mal. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin schon gespannt, welche Kreaturen es da draußen gibt, die ich zähmen kann. Es gibt unzähmbare, ich denke mal so spezielle Monster. Ihr findet Schlupflöcher in jeder Stadt, die ihr besucht. Und selbst an eigenen gefährlichen Orten. Ich glaube, ich habe auf unserer Reise schon ein paar gesehen. Moment, sieh nur. Dein Vertrauter ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Was? Meine Güte, muss ich euch das auch noch erklären? Ihr wisst ja gar nichts. Schön, das werde ich euch auch noch über Evolution beibringen. Ich kann jetzt zähmen und digitieren, beziehungsweise evolutionieren? Wie geil ist das denn? Warum wurde das nicht schon früher gemacht? Warum erst nach so vielen Parts? Aber gut, aber ich brauche zuerst mal eine Pause. Gut, wenn ich das auch noch erklären soll, kriege ich einen Krampf in der Zunge. Ja, wir müssen das machen jetzt. Ich will das jetzt hören. Schön. Zeit, euch etwas über die Evolution beizubringen. Es ist ziemlich langweilig. Also passt gut auf, ich erkläre es nur einmal. Ein einziges Mal. Du siehst, dass mein Vertrauter bereit zur Evolution ist. Und dafür brauchst du sowas hier. Du hältst einen Sonnentropfen. Das ist eine Art Leckerei? Das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Jetzt versucht es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere dein Wicht damit. Ach so, das bin ich.
Im Kreaturenkäfig. Okay, ich versuch's. Wicht ist er hier, ne? Ah, hier steht sogar bereit zur Evolution. Ja, Karmas Level 1. Es ist so klar. Okay. Jetzt können wir unser eigener Kader jetzt aufstellen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Bereit zur Evolution. Erlaubt es und vertraut mit Sonnenzeichen. Ach so. Die Evolution zur zweiten Stufe. Dann vertraut mir den Sonnentropfen füttern. Ach so, ich glaube. Ach du Jemmeje. Man kann da sogar einen Skillbaum machen. Das erinnert mich an Tales of Symphonia Dawn of the New World. Oh Mann. Jetzt gucken wir mal an. Evolution! Das macht komische Geräusche. Wurde ein Wunderwisch. Und erst Level Stufe 1, ne? Die Anzahl verschiedener Tricks, die du Runo im Kampf nutzen kannst, steigt um 1. Das interessiert mich alles gar nicht, weil ich den so oder so auswechsel. Nur ihr kommt ins Spiel. Niemand anders. Du, super. Seht euch meinen Vertrauten an. Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihn mit den speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution. Kapiert. Okay. Alles klar. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker und sehen anders aus und lernen bessere Tricks. Sie können auch mehrere Edelsteine verputzen, also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um eine Evolution auszulösen, hängt von dem Zeichen ab. Da wärst du allein nie drauf gekommen. Was? Doch. Ach ja, ist und noch eine unschätzbare Weisheit, die du verdient hast. Wenn vertraute Evolutionsleiter hochklettern, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Ich hab's gewusst. Okay, das habe ich gewusst. Also, das habe ich definitiv. Das ist logisch. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstoßt, werden sie viel stärker sein als vorher. Es ist deine Entscheidung, ob du deine Vertraute eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen lieber dabei. Mir ist es da egal. Okay, Evolution ist gut. Oh, ich freue mich auf einen Skillbaum von Sophie. Ich hoffe mal, man kann jetzt mehrere. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich muss mal schauen. Vielleicht sagt ihr hinterher, wenn ihr seht im Video den Skillbaum, die Evolution, und ihr sagt, ich möchte so und so aussehen, dann werde ich das natürlich machen. Sonst muss ich euch aber nichts mehr erklären, oder? Ihr wisst jetzt genug, richtig? Ja, Meister Salomon. Gut, ich hasse es, alles zu erklären. Wenn ihr die ganzen langweiligen Einzelheiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen Sprecher neben mir. Ach, den Stein. Ihr habt meinen Namen erwähnt? Ah! Es ist wie seine Überragendheit sagt. Ich kann seine Erklärung jederzeit detailgetreu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen und... Langweilig! Ja, du hast dich kein bisschen verändert. So, ihr wisst jetzt jedenfalls, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen. Haufenweise Kreaturen zähmen und sie... Da ihr willst durchmachen? Ja! Ja! Das ist auch das, was ich vorhab. Wir gehen jetzt erstmal weg. Nach Coolwight. Sicher, wir können auch in anderen großen Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Salomon. Danke für alles. Ach, nicht der Rede wert. Im Ernst, halt die Klappe und verschwindet! Okay. Kann ich jetzt schon was? Hallo! Hallo! Ich bin der sympathische Schlupfloch-Serviceberater. Schön, dich zu sehen. Sag einfach Bescheid, wenn ich einen Vertrauten zur Last fallen soll. Wir können hier bis zu 400 von den kleinen Rackern bei uns aufnehmen. What the fuck? Weil du uns zum ersten Mal besuchst, mit deinem Besuch beehrst, erhältst du ein ganz besonderes Geschenk, du Glückspilz. Viel Spaß damit. Sud des großen Weisen. Und Riesentropfen. 3 Riesentropfen. Sterntropfen. Mond. Planet. Wow. Abgeben. So. Du gehst raus.
Du gehst raus. Du gehst raus. Ja. Sophie bleibt. Ich glaube, Sophie könnten wir rein theoretisch entwickeln. Wir schauen uns das gleich mal an. So. Ach, ist das schön. Ist das geil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das gebraucht. Das werden wahrscheinlich längere Parts werden. Aber das ist so geil jetzt. Ich kann endlich zähmen. Wir müssen raus. Wir müssen Gobern holen. Den Pilz.